Oh, okay, Leute, ich guck gerade hier im Fernsehen, was es heute so Schönes zu gucken gibt, aber irgendwie ist alles voll langweilig. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, ich habe schon echt alle Videos von Lumi durchgeguckt. Also langsam. Oh, nee. Oh, nein, warte mal. Ausmachen. Das habe ich gerade voll vergessen. Oh nein, Leute. Oh Mann, ich komme noch zu spät zum Fußballturnier. Ich habe gleich ein Fußballspiel. Oh, das hätte ich fast vergessen, weil ich Film geguckt habe. Oh Mann, hätte ich lieber nicht die Videos von Lumi geguckt. Oh Mann, Leute, ich glaube, ich beeile mich jetzt lieber, weil sonst verpasse ich das noch, weil heute steht ein richtig cooles Spiel an. Denn ich spiele nicht gegen irgendeine Person, sondern einfach gegen meinen besten Freund Braxy. Und es werden noch einige Zuschauer da sein. Und deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall alles geben, dass ich das auch gewinne. Das heißt, Leute, ich mache mich jetzt direkt auf den Weg zum Fußballplatz. Und dann kann das Spiel auch schon beginnen. Aber ganz kurz, bevor ich gleich da bin. Wenn ihr wollt, dass ich das Spiel gewinne, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt eure Hilfe. Ihr müsst alle das Video liken. Und dann werde ich das Ganze auch gewinnen. Das wäre richtig nett von euch, Leute. Kommt schon, lasst ein Like da. 3, 2, 1. Oh, ihr seid die Besten, Leute. Ich gebe mein Bestes. Ich werde das schaffen. Oh, Leute. Ich bin jetzt gleich am Fußballplatz angekommen. Oh nein, die warten alle schon. Oh Mann. Oh, hi, Braxy, was geht? Oh, Lumi, komm jetzt endlich. Wir warten alle auf dich. Ich will dich nämlich herausfordern. Ja, aber Braxy, du weißt doch, ich bin der bessere Fußballspieler. Das werden wir doch sehen. Komm mit. Und ihr guckt für heute zu oder was macht ihr hier? Ich feuer Braxy an. Braxy, Braxy. Warum wollt ihr Braxy an? Anna, wir sind doch, aber, also, Ja, aber er hat voll viel trainiert und ich bin für den Gewinner. Und ich finde Gelb richtig cool. Okay. Ja, Jimmy, dass du dich nicht für deinen großen Bruder freust und mich nicht anfeuerst, war mir schon klar. Aber dass Hannah jetzt auch Braxy anfeuert. Leute, was mache ich jetzt? Ich darf das auf keinen Fall verlieren. Oh Mann. Braxy, bist du denn überhaupt bereit? Also hast du überhaupt trainiert? Wenn du willst, wir können auch absagen und machen das einfach demnächst irgendwann. Oh, was für Absagen. Wir fangen jetzt an. Los, Lumi, du darfst sogar anfangen. Oh nein, Leute. Ich habe echt Angst, dass ich das nicht schaffe. Braxy, Braxy. Los, Braxy. Mann, ihr seid die Besten. Danke. Leute, ich werde Braxy sowas von fertig machen. Weißt du was, Braxy? Ich bin bereit. Ich lauf los. 3, 2, 1 und los geht's. Anstoß. Komm schon. Ausgeribbelt. Nein. Und hier durch. Oh nein. Und nochmal da durch. Nein, so. nein. Und zack. Los, Braxy. Nein, warte mal. Das schaffst du niemals. Ja, so. Braxy, let's go. Nein. Und ich bin da rein. Ich hab den Ball, du kommst hier nicht weit. Ja, Braxy! Er hat mich getunnelt. Braxy, mit Tunnel ist unfair. Wir haben nicht gesagt, dass wir mit Tunnel spielen. Ja, Tor ist Tor. Mann, kommt uns durchdrücken, Freunde. Oh, ja, die Besten. Yippie. Okay, guck, 1-0 für mich. Ja, das war erstmal der erste Punkt, das erste Tor. Das heißt noch gar nichts, Leute. Es geht weiter. 3, 2, 1. Ey, du bist früher losgelaufen. Braxy schummelt. Ha, das wirst du zurückbekommen. Foul. Lumi hat einen Foul gemacht. Das stimmt nicht mal. Ich werde jetzt hier ins Ziel. Ja, komm schon. Und ey, was? Braxy, nein. Ich werde jetzt ein Tor schießen. Jetzt schieße ich ein Tor. Zack, Tor für Lumi. Das zählt nicht. Hanna, sag was. Das ist faul. Warte mal. Hanna, jubel doch, Hanna. Ich habe auch ein Tor geschossen. Warum freut ihr euch nicht für mich? Weil du gefoult hast. Ich hab und nicht das darf man nicht. Wo hab ich denn gefoult? Du hast mich festgehalten, Lumi. Guck, hier drüben hast du mich festgehalten. Genau. Die stellen sich alle gegen mich. Was soll ich jetzt nur machen? Leute, ich habe Angst vor der letzten Runde. Das ist die Entscheidungsrunde. Wer jetzt gewinnt, der hat die Fußballrunde gewonnen. Ich werde mir jetzt einfach ganz doll wünschen, dass
dass Brixie sich... Dass Brixie sich verletzt. Er soll stolpern und sich... Und sein Bein soll wegknicken. Er soll hinfliegen. Dann kann ich ein Tor schießen. Ich werde mir das jetzt einfach wünschen. Bitte, wenn mich jemand hört. Irgendein Engel oder irgendjemand. Bitte, bitte, bitte. Ich muss das gewinnen. Bitte. Okay. Brixie, bist du bereit für die nächste Runde? Ha? Ich bin bereit. Los, komm schon. Okay. 3, 2, 1. Angriff. Ja. Und zack. Und... Ja. Brixie. Ja. Jetzt kann ich ins Ziel laufen. Fuß. Jetzt werde ich ein Tor schießen. Zack. Ha. Lumi. Ha. Lumi. Wow. Ja, ich habe nämlich jetzt gewonnen. Jetzt bin ich der Fußballstar. Siehst du? Freut ihr euch für mich? Na klar. Ich habe sogar Chili der Pompons. Ja. Oh, das ist ja richtig nett von dir, Hannah. Oh, Leute, aber echt merkwürdig. Ich habe mir gewünscht, dass Brixie stolpert und es ist wirklich passiert. Naja, vielleicht war das auch nur Zufall. Jedenfalls bin ich jetzt der neue Superstar. Ihr habt doch hoffentlich gefilmt, dass wir das in der ganzen Schule zeigen können, oder? Mhm, ich habe gefilmt. Und Brixie soll jetzt den Rasen verlassen. Das ist dein Rasen. Genau. Mein Fuß tut so weh. Geh woanders rein, du Verlierer! Was findest du, Noob? Oh nein, Leute, das ist echt ein bisschen zu hart, dass sie jetzt auch noch so gemein zu ihm sind. Ja, wir müssen ja jetzt nicht gemein zu Brixie sein. Er kann ja trotzdem unser Freund bleiben. Aber ich habe halt gewonnen jetzt. Das heißt, ich bin der neue Fußballstar. Aber Brixie ist doch trotzdem unser Freund, oder nicht? Er war zu schlecht für uns. Ne? Ja, aber er ist ganz nett. Aber du bist viel, viel besser. Okay. Ja, dann wir treffen uns dann später, würde ich sagen. Und vergesst den Mathe-Test morgen nicht in der Schule, ja? Okay, bis später. Leute, aber ich bin noch ein bisschen enttäuscht. Auf einmal, nur weil ich gewonnen habe, haben sie sich voll gefreut für mich. Die ganze Zeit haben sie Brixie angejubelt. Und jetzt nur, weil ich der Gewinner bin. Wir könnten doch auch so Freunde sein, egal ob man gewinnt oder verliert. Das ist irgendwie von allen nicht nett gewesen. Auch von mir nicht, dass ich mir das gewünscht habe. Aber ich wollte unbedingt gewinnen. Egal, Leute. Dafür werde ich morgen meinen Freunden im Mathe-Test helfen. Ich weiß, Brixie hat sowieso wieder nicht gelernt. Das heißt, ich werde ihn morgen einfach abschreiben lassen. Dann habe ich wenigstens noch eine gute Tat vollbracht. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal... Brixie, vergesst den Mathe-Test morgen nicht, okay? Hä? Nein, sag bitte nicht Mathe-Test. Nein, mach dir keine Gedanken. Brixie, ich werde lernen und du kannst dann einfach abschreiben bei mir, okay? Oh, du bist der Beste, Mann. Danke, Lumi. Ich gehe nach Hause, mein Fuß tut noch so weh von eben. Okay. Ja, bis später. Leute, ich werde jetzt erstmal lernen gehen. Und dann werde ich morgen und für Brixie eine gute Note schreiben. Oh Mann, das wird bestimmt spaßig. Wecker klingelt. Es heißt, aufstehen, Leute. Denn, warte mal. Irgendwas war heute. Stimmt, der Mathe-Test. Und natürlich habe ich gestern noch gelernt, weil ich werde Brixie abschreiben lassen. Das nach gestern kann ich so nicht stehen lassen. Wir müssen jetzt was Gutes tun, Leute. Das heißt, ich werde ihn abschreiben lassen. Und dann wird er bestimmt auch eine gute Note schreiben. Das heißt, ich mache mich jetzt auf direktem Weg in die Schule. Oh nein, ich tolper, ich habe meine Bücher vergessen. Natürlich brauchen wir meine Bücher noch, Leute. Oh, meine Bücher, ich... Hä? Oh nein, ich tollpatsch, hab den Schlüssel drin liegen lassen. Nein, jetzt hab ich mich ausgesperrt. Oh nein, bitte, Tür geh auf. Wenn ich jetzt meine Bücher nicht mitnehme, kann ich Brixie auch nicht abschreiben lassen. Nein. Und meine Eltern sind auch nicht zu Hause. Wie soll ich jetzt reinkommen? Oh, nein, die Tür ist abgeschlossen. Warte mal. Ich wünsch mir einfach, dass die Tür auf ist. Wünsch dir, Lumi, dass die Tür auf ist. Ich wünsch mir, dass die Tür auf ist. Beim Fußballspielen hat das ja auch funktioniert. Okay, komm schon, ich versuch's jetzt einfach nochmal. 3, 2, 1. Was? Die Tür ist auf einmal auf, es hat funktioniert. Leute, das ist bestimmt aber nur Zufall. Ich kann mir ja nicht einfach Sachen wünschen. Wer weiß, vielleicht hat irgendein kleines... Ameischen die Tür aufgemacht. Wer weiß, warum auch immer. Jedenfalls werde ich jetzt hier erstmal meine Bücher mitnehmen, denn die brauche ich auf jeden Fall für die Schule. So,
Okay, jetzt kann es aber losgehen, Leute. Jetzt bin ich bereit für die Mathearbeit. Oh Mann, ich hoffe, ich komme jetzt nicht zu spät, weil ich mich ausgesperrt habe. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen, Leute. Oh, jetzt aber nichts wie rein in die Schule, Leute. Lumi. Ich hoffe, Braxi? Du bist auch zu spät. Ja, ich wollte doch von dir abschreiben, Lumi. Das hast du mir versprochen, weil ich muss doch extra meine Bücher nochmal holen gehen. Ich habe extra gelernt, Braxi. Du kannst natürlich abschreiben von mir. Du bist der beste Mann, danke. Gar kein Problem. Dann lass uns aber jetzt schnell lieber in den Unterricht gehen, bevor wir noch Ärger... Herr Schniedel, tut uns leid, dass wir zu spät sind. Wir mussten noch einer Katze über die Straße helfen. Stimmt's, Braxi? Ja, genau, die Katze hat ganz viele Katzenkinder gehabt, wirklich. Ach so, und Freunde, wenn ihr ein Haustier habt oder auch Katzen liebt, dann lasst doch mal jetzt gerne unter Lumis Video ein Like da. Das wäre wirklich cool. Ja, dann wissen wir, dass ihr auch Haustiere habt. Herr Schniedel, haben Sie eigentlich auch Haustiere? Ich habe Haustiere und weißt du was? Die beste Schülerin heute wird eine Schülerin, denke ich, sein, denn sie war die erste hier. Hanna, hast du sehr gut gemacht. Du bist immer pünktlich da. Ja, sie müssen jetzt nicht wieder die Mädchen loben. Wie wäre es, wenn wir einfach in den Klassenraum reingehen und anfangen mit der Arbeit? Ja, das machen wir, kleiner Lumi. Aber... Ja. Herr Lehrer, kurze Frage. Wissen Sie, Braxi, Der hat aktuell ein paar Probleme, wissen Sie? Probleme? Also, private Probleme. Und deshalb wäre es, glaube ich, besser, wenn er heute mal neben mir sitzt. Ich bin seine kleine emotionale Stärke, wissen Sie? Ich helfe ihm da ein bisschen durch den Tag immer und versuche ihn ein bisschen zu motivieren, wissen Sie? Das ist ja sehr, sehr hilfreich von dir, kleiner Lumi. Ja. Aber heute kommt das nicht in Frage. Nein. Zurück auf den Platz. Aber Leute, wenn er nicht neben mir sitzen darf, wie soll ich ihn denn dann abschreiben lassen? Ich wünsche mir einfach, dass er neben mir sitzen darf. Lumi? Ja, Herr Lehrer? Ich habe meine Meinung nochmal überdacht. Ich glaube, es wäre toll für die Teamfähigkeit, wenn Braxi vorne sitzt. Braxi, hörst du? Du darfst neben mir sitzen. Wie cool ist das denn? Das ist ja ein Wunder. Aber das ist unfair. Ich möchte auch nach vorne. Sei leise, Hanna. Sei jetzt leise. Wir schreiben jetzt die Arbeit. Okay. Dann, Herr Lehrer, schreiben Sie gern schon mal die Aufgaben an die Tafel, ja? Ja, natürlich. Okay, pst, Braxi, hier ist das Buch. Hier stehen alle Lösungen drin. Du brauchst das nur abschreiben, ja? Hörst du es, Braxi? Du bist der Beste, danke. Okay. Hey! Was macht ihr da? Gar nichts. Ich sag das dem Lehrer. Herr Schniedel. Nein. Ja, Leute, Hanna? Nein. Schnell wünschen. Wir müssen uns wünschen, dass Hanna uns nicht verpetzt. Komm schon. Hanna, was ist los? Jetzt rede. Ich hab's vergessen, verdammt. Okay. Gott sei Dank, Leute. Echt cool. Irgendwie alles, was ich mir wünsche, geht in Erfüllung. Das ist echt merkwürdig, aber auch gleichzeitig cool. Kleiner Lumi. 5 mal 5 war 25. 3 plus 9. Oh, was war 3 plus 9? Leute, ich hab's vergessen, ne? Nein, wie doof, Mann. Ich habe für mich selber keinen Spickzettel geschrieben. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was 3 plus 9 ist? Ich weiß es irgendwie gerade nicht, Leute. Kommt schon, bitte helft mir in den Kommentaren. 3, 2, 1... Richtig, stimmt. 12 war das Ergebnis. Das muss ich direkt aufschreiben. Und jetzt die letzte Aufgabe. Quadratzahl von 933. Oh, das ist jetzt echt schwer. Boah, das wissen echt nur die Profis. Ich werde einfach irgendwas hinkritzeln. Braxi, bist du fertig mit Abschreiben? Ja, los. Okay, dann, wir sind fertig. Abgeben jetzt, ne? Schön her damit. Ja. Ja, gut. Braxi, du auch. Ja, und jetzt, Hanna, dein Buch auch nochmal, bitte. Sie haben mein Buch schon, Herr Lehrer.
Ach stimmt, du warst ja die Erste. Na, hast du recht. So, ihr geht jetzt alle raus. Und ich werde jetzt eure Bücher kontrollieren. Und nach der Pause erfahrt ihr, welche Note ihr bekommt. Raus mit euch jetzt. Los. Okay. Gleich, Herr Lehrer. Brexy, hast du ein gutes Gefühl bei der Arbeit? Ich wusste die letzte Aufgabe nicht. Oh, Ich glaube, ich bin sogar zu doof zum Abschreiben, Lumi. Das ist gar nicht gut. Nein, wie du? Ich hatte die Lösungen alle 1:1. Du musst sie doch nur abschreiben. Was ist schiefgelaufen? Ich glaube, ich habe das Buch falsch rum gelesen. Die Zahlen waren komisch. Du hast das Buch nicht wirklich verkehrt rumgehalten. Kommt ihr in den Pausenhof, Jungs? Oh nein, das war's auch noch komplett. Jetzt hat Brexy selbst beim Abschreiben versagt. Also so dusselig muss man erstmal sein, Leute. Lasst uns so lange irgendwas spielen, solange Herr Lehrer die Arbeiten kontrolliert. Aber ich hab doch eh eine 1, Jungs. Das wissen wir doch alle. Ja, das werden wir noch sehen. Wir spielen jetzt irgendwas Lustiges, Leute. Du bist Brexy, ja. Kinder! Hört ihr das Klingeln? Wir kommen doch schon, Herr Lehrer, ist in Ordnung. Sehr gut, los hinter mir her, los! Oh Mann, jetzt gibt's die Arbeiten wieder. Oh nein. Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Wie immer werde ich sagen, wie viel Einsen und wie viel Nieten wir haben. Und heute ist ein besonderer Tag, denn... Ein besonderer Tag? Brexy, ja. Das hört sich doch gut an, oder? Weiß nicht, fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich habe Bauchschmerzen. Nein. Herr Lehrer, sagen Sie uns, warum ist ein guter Tag heute? Kinder, wir haben eine einzige Eins unter euch. Das ist wirklich super. Aber leider haben wir auch zwei Sechsen. Eine Eins und zwei Sechsen? Ja, das stimmt. Und ich werde gleich die Arbeiten verteilen. Oh nein, Leute. Ich habe eine Eins. Das weißt du doch noch gar nicht. Ja, Hanna, sehr gut. Du darfst dich vielleicht ja wirklich freuen. Wer weiß. Nein. Brexy. Oh Mann, du wolltest doch bei dir abschreiben und eine gute Note haben. Was redet ihr da? Ich habe da nichts gehört. Oh nein, Leute, was machen wir jetzt? Brexy wollte doch eine gute Note. Ich habe ihn extra abschreiben lassen. Warte, ich werde mir jetzt einfach wünschen, dass diese einzige Eins, die es gibt, dass sie Brexy bekommt. Wisst ihr was? Ich nehme die Sechs in Kauf. Hauptsache, Brexy freut sich wieder mal, Leute. Okay, ich wünsche mir jetzt einfach ganz fest, dass Brexy die Eins bekommt. Komm schon, Lumi. Kinder, es ist soweit. Aber ich muss euch leider gestehen, ihr wisst ja einig. Normalerweise hatte mal die Hanna eine Eins. Hat Hanna diesmal etwa keine Eins, Herr Lehrer? Hanna, ich würde dir jetzt die Note geben, ob du willst oder nicht. Komplette Enttäuschung. Eine Sechs. Eine Sechs? Aber das ist nicht fair. Ich schreibe doch immer Eins. Keine Widerrede jetzt. Lumi, du bist der Nächste. Bitte, Leute. Wenn ich jetzt die Sechs habe, heißt das... Das war nix. Ich habe eine Sechs. Was? Wieso freust du dich über eine Sechs, Lumi? Oh nein, jetzt habe ich die Sechs. Das heißt ja, dass Brexy logischerweise dann die Eins hat, oder nicht, Herr Lehrer? Ja, Brexy hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ein richtiger Musterschüler. Eins mit Sternchen. Oh, ich habe eine Eins. Oh mein Gott. Lumi, das habe ich ganz allein geschafft. Ich bin so klug. Ich habe das Buch falsch rumgehalten und dann habe ich eine Eins geschrieben. Sag das doch nicht laut, Brexy. Oh, Entschuldigung. Dann war das wohl ein Glückstreffer, Brexy. Aber lern das nächste Mal genauso wie dieses Mal. Weiter so. Und ihr anderen beiden, lernt besser. Sicher, Herr Lehrer. Leute, das ist komisch. Merkt ihr? Egal, was ich mir wünsche, alles geht in Erfüllung. Brexy hat diesmal wirklich die Eins bekommen. Boah, ich glaube, Brexy freut sich auf jeden Fall. Und Anna, sieh das als Lektion, dass du dich nur gefreut hast, weil ich im Fußball gewonnen habe, ja? Du bist echt eine tolle Freundin. Hey, das ist nicht nett. Oh, jetzt muss ich aber echt nach Hause. Brexy, warte. Können wir zusammen lernen?
Lernen? Wieso willst du denn mit mir lernen? Weil du doch die 1 geschrieben hast. Und oh ja, stimmt. Aber warte mal, die 1 hast du doch wegen mir, Braxy. Nein, ich habe doch das Buch falsch rumgehalten. Die habe ich ganz allein geschafft, weil ich nämlich klug bin. Stimmt's, Hannah? Genau, sonst hättest du ja auch eine 1, Lumi. Richtig. Aber ich... Jetzt sag nicht... was habt ihr jetzt vor? Wir gehen lernen. Tschüss. Nein, wartet doch mal. Braxy, das kannst du nicht ernst meinen. Nach der... Oh nein, jetzt gehen die einfach. Leute, das gibt's nicht. Braxy denkt ernsthaft, er hat die gute Noten wegen sich selber bekommen, weil er angeblich das Buch falsch rumgehalten hat. Oh, nur weil ich mir das gewünscht habe. Und Hannah denkt jetzt, dass Braxy schlau ist und jetzt will sie mit ihm lernen gehen. Jetzt ist irgendwie alles nach hinten losgegangen. Auf einmal stehe ich alleine da und habe gar keine Freunde mehr. Mann, das ist doch voll doof jetzt. Jetzt ist Braxy mit ihr nach... Nein, das lasse ich nicht zu. Das ist jetzt zu viel. Hey Mann, ich wünschte, ich könnte denen sagen, dass das alles wegen mir ist. Nur wegen meinen Wünschen, weil alles, was ich mir wünsche, geht in Erfüllung. Oh, ich glaube, ich kann das nicht mehr länger, Leute. Das ist jetzt zu viel. Sind die jetzt... Warte mal, was machen die? Du hast recht, Hannah. Lumi ist voll blöd. Ich habe die Arbeit, ohne zu lernen, geschafft und er hat den ganzen Tag gelernt. Genau. Lumi muss echt noch mehr lernen, aber ich lerne jetzt nur noch mit dir. Du kannst noch eine Menge von mir lernen. Leute, was reden die da? Der hat mich gerade ernsthaft ausgelacht. Er sagt, ich habe nicht mal gelernt, obwohl ich extra die ganze Nacht gelernt habe. Und Hannah macht sich auch noch lustig. Mann, das ist so blöd von denen. Ich werde die jetzt einfach heimlich weiter beobachten. Nicht, dass sie noch irgendwas anderes machen. Was geht da vor sich? Du riechst so gut. Ist das etwa Rosenduft? Ja, den habe ich mir extra gekauft. Das ist doch jetzt nicht wahr! Oh, na warte! Ich wünsch mir, dass es ist Braxy nie gegeben hätte! Es hat... Nein! Es hat funktioniert! Er ist weg! Hannah ist alleine! Er ist wirklich verschwunden! Nein! Hannah? Was machst du hier? Ich lerne, wir haben doch heute die schlechte Note bekommen. Hast du nicht zusammen mit Braxy gelernt, gerade eben noch? Mit wem? Braxy. Ist alles okay, Lumi? Du sagst wieder ganz komische Sachen. Kennst du keinen Braxy? Ich weiß nicht, was du da erzählst, Lumi. Bist du krank? Hast du Fieber? Nein, Hannah, wir hören uns später. Nein, Leute, nein. Das war nicht so gemeint. Das kann nicht sein. Hannah erinnert sich auch an keinen Braxy mehr. Nein. Ich muss schnell zu Braxy seinem Haus. Er wohnt doch da hinten, Leute. Sein gelbes Haus. Bitte, Braxy. Das war doch nicht so gemeint. Oh nein. Komm schon, bitte. Da hinten ist Braxy sein... Nein. Sein Haus ist schwarz. Das kann nicht sein. Braxy, sein Haus ist immer gelb. Nein. Seht ihr das? Warum ist sein Haus schwarz, Leute? Nein, ich wollte das doch nicht. Ich habe das nicht so gemeint, dass Braxy verschwinden soll. Braxy, bist du zu Hause? Sein Haus muss gelb sein. Das geht nicht. Braxy, hallo. Braxy, mach die Tür auf sofort. Bitte, Braxy, bitte. Hä? Jack Farmer? Das so heißt Braxy nicht. Oh nein, Leute, bitte sagt, man kann Wünsche rückgängig machen. Das habe ich bisher noch nicht probiert. Ich wünsche mir, dass Braxy wieder da ist. Komm schon, Braxy muss wieder hier sein. Ich wünsche mir das ganz fest. Ich wünsche mir, dass Braxy wieder da ist. Oh nein, es geht nicht. Es funktioniert nicht, Leute. Oh nein, ich brauche eure Hilfe, Leute. Bitte, wir müssen Braxy wieder zurückholen. Bitte, Leute. Wenn ihr wollt, dass Braxy wieder zurückkommt, dann abonniert den Kanal innerhalb der nächsten 3 Sekunden. Wir müssen Braxy gemeinsam wieder herholen. Er muss wiederkommen. Kommt schon. Abonniert in 3, 2, 1. Oh, kommt schon, Leute. Wenn ihr alle abonniert habt, dann ist Braxy hoffentlich in der nächsten Folge wieder da. Das heißt, checkt auf jeden Fall morgen das nächste Video ab, Leute. Bis dahin. Wir sehen uns. Ach so, und bevor ihr wegschaltet, rechts müsst ihr auch drauf drücken. Das ist auch ein cooles Video. Schaut es euch an, Leute. Macht's gut.
Ach, und so, natürlich müsst ihr meine Freunde noch in der Beschreibung abchecken. Aber jetzt wirklich, macht's gut.